Bergwerk von Klaus Friedrich Stetter. Fleißig will der Kumpel sein, fährt tief in Berges Haut hinein, um ihn weiter auszuhöhlen und seinen Schatz ihm gar zu stehlen. Knapp und dünn wird bald die Luft, im Hinterkopf steht seine Gruft, falls der Berg sich einmal wehrt und den Ausgang dicht versperrt. Um dieser Angst nicht zu erliegen, bleibt der Gedanke an die Lieben, die ängstlich warten Tag um Tag, ob der Vater wiederkommen mag. Schwach beleuchtet, tief im Stollen, bringt Dynamit den Berg ins Grollen. Der Stollen bebt, der Kumpel zittert, ein letzter Gruß wird schnell getwittert. Natürlich kommt der Gruß nicht an, doch die Hoffnung, dass ihn jemand lesen kann oder nur das geschriebene Wort, hilft ihm an diesem düsteren Ort. Die Stunden dort im Berge drin laufen nur langsam vor sich hin. Es hilft ihm nur, sich abzulenken und an die Zeit danach zu denken. Ach, wird das schön, daheim zu sein, wo Frau und Kind warten zu zwein, um ihn umarmend einzuschließen. Dann hat er Zeit, dies zu genießen. Dies und ähnliche Gedanken bringen die Langweil dann ins Wanken. Schnell vergeht für ihn die Zeit. Gott sei Dank, es ist soweit. Feierabend, Schicht im Schacht, wieder mal hat er's geschafft. Wieder schön vereint zu sein mit Frau und Kind im trauten Heim.